Großes Finale. Scheiße. Willkommen zu einem Paket. Und zwar boxen wir heute das Paket V70 an. Das bekommt man fast gar nicht hier rein. Im Kameraausschnitt. Weil das so riesig ist. V70, was könnte hier drin sein? Was fehlt unserem Kanal noch an Optimierung indirekt? Keine Ahnung. Es hat etwas mit einem Mikrofon zu tun. Ich kann es noch nicht sagen. Ich gebe nochmal einen Tipp ab. Wenn es falsch ist, mache ich hier auf. Ich habe echt keine Ahnung. Was gibt's denn? Also was kennst du denn alles für Mikrofonzusätze? Ach so, das ist so ein Ding, was du da hinten, was quasi den Sound schluckt. Richtig. Was du dahinter klemmst. Ah, das kenne ich, ja. Aber das ist eigentlich eher für so professionelle Audioaufnahmen gedacht. Ja, das stimmt. Und da ich immer das Feedback bekomme, dass das so ein blechender Klang ist, habe ich mir gedacht, lege ich das hier zu. Ja, das ist halt für hier meine Sprachaufnahme. Ein räumlicher Klang auf jeden Fall. Definitiv. Und da fehlt so ein bisschen die Tiefe an sich so, weil das so, wie gesagt, dieser räumliche Klang. Auf jeden Fall mache ich ja bei diesen Dubs mit und habe ich gedacht, ja okay, wenn die das immer so bemängeln, muss man da was verändern. Und da mir das eigentlich sehr viel Spaß macht, dieses Zeug dubben und ich da eigentlich gar nichts dafür tun muss, ist es das mir hier auf jeden Fall wert. Ich habe Magnus um Rat gefragt, reimt sich sogar ein bisschen, was ich nehmen soll. Ich hatte zwei Modelle, eins kam mir schon ein bisschen klein vor von der Reichweite, da habe ich gedacht, Das umschließt doch niemals mein ganzes Mikrofon. Da habe ich mich fürs Größere entschieden, wo ich das Gefühl hatte, das ist ein bisschen zu groß. Aber in einem Video kann man das ja schlecht festmachen. Das ist schon hammergeil. Oh Mann, Mark Hoxie. Ja. Aber man muss sagen, wenn wir irgendwelche Let's Plays aufnehmen, meine Audio hört sich echt kacke an. Voll unnatürlich und irgendwas ist da, was da nicht hingehört. Frag mich nicht, was. Also, es ist mordsmäßig schwer. Und ja, kann man entweder einmal an ein Stativ ranmachen oder man kann es einfach auf den Tisch aufstellen durch diese Beine. Das ist bei dir in dem Fall. Genau, ich stelle es auf. Also ich habe erst gedacht, wie willst du das Ding an den Mikrofonarm hinhängen? Das Ding wiegt 3 Kilo. Also schon ein fettes Ding. Lecco mio. Kostete 100 oder 89 Euro. Auf jeden Fall nicht ganz billig, aber gleich zum Aufbauen hätte ich nicht gedacht. Und das sind ja so Pyramiden-Noppen und die sollen noch einen extra positiven Effekt haben. Mhm. Im Endeffekt... Also die schlucken den Schall. Also das die schlucken den Umgebungsschall. Den Umgebungsschall. Das Wichtigste ist ja auf jeden Fall, bei einer Sprachaufnahme, beziehungsweise bei deiner Sprache, wird ja die Luft in Schwingung versetzt. Mhm. Und die Schwingungen können halt an Wänden auch wieder reflektieren. Und das macht eben diesen Sound aus, wenn du jetzt hier reinsprichst, dann sprichst du ja quasi gegen eine Wand, dann wird das reflektiert, ist ein ganz kleiner... ganz kurze Zeit, was er braucht, bis er wieder so auch ins Mikrofon reinkommt. Und das macht eben diesen Klang aus. Der wird hier drin nämlich geschluckt. Und das heißt, du hast deinen reinen, deine reine Stimme quasi im Kasten. Das ist auch immer interessant zu hören, wie sich deine reine Stimme wirklich anhört, wo alles rausgefiltert ist. Ja, genau. Weil so wie du dich hörst, bist du ja gar nicht. Du hörst dich komplett anders an, als du dich selber hörst. Jetzt kommt die Zeit, wo ich wieder Scheiße laber. Es gibt noch einen Zusatz, den ich aber noch nicht so ganz verstanden habe. Habe ich das jetzt falsch aufgemacht? Okay. Ob es das wirklich bringt oder nicht, es wäre zu schön gewesen.
Aber wir haben schon mal einen Inbus dabei. Und nein, die Geschichte musst du heute nicht nochmal erzählen. Danke. Ausnahmsweise. Aber wenigstens hast du es in Erinnerung behalten. Ja, gell? Ich habe extra gedacht, sag nicht Imbus, sondern Inbus. Richtig. Von innen sechskant bauerte und scharte, oder? Nee, Bauer und schauerte, aber fast. Schade! Beim nächsten Mal kriegst du es hin. Ja, wir haben hier, also wir können entweder das Mikrofon, was heißt wir können entweder? Beim anderen Shield war das hier nicht dabei. Und wir können hier auf jeden Fall unser NT1A einmal anschließen, ohne Probleme. Ich habe mich da extra informiert und habe bei Thomann angerufen und habe dann also den Fachmann gefragt, ob da mein NT1A dran passt. Hat er gesagt, jo, das passt. Dann habe ich gesagt, vielen Dank, bin auf Amazon, hab's da gekauft, fertig. Ja, du Fiesling. So, wie funktioniert das? Ich glaube, das hier ist die Wandhalterung. Man kann das ja auch irgendwo festmachen, ne? Ja, dazu brauchst du halt noch eine Stange, wo du das festmachen kannst. Ne? Genau, aber die habe ich ja nicht. Wo macht man das da jetzt fest? Ich sehe halt so, ne? Ja, genau. Das genau. Sind extra die zwei, genau. Und dann kann man das an ein Stativ ranpacken oder an die Wand. Jo. Aber das machen wir ja nicht. Doch nee. Nicht. Also, wenn wir dann mal irgendwie eigene Geschäftsräume haben, davon träume ich immer noch, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich nämlich einmal diesen Bildschirm hier und einmal einen Zweitbildschirm, der an der Wand hängt. Dann hängt das auch noch an der Wand. Das geht nicht. Und das Mikrofon auch. Da müssen wir uns was überlegen. Von der Decke oben runter. Ja, genau, habe ich gesehen in einem Radiostudio. Voll geil hat's ausgesehen. Voll geil. Nächste Frage, wie funzt das hier? Ich glaube, das kommt dann so in die Mitte und dann kann man das so verschieben. Jo. Genau. Das heißt, wir schrauben das auf, stecken das dann... Ah! Du hast es selber jetzt kapiert. Das müssen wir da jetzt den Fuß abschrauben. Jo. Das. Aha! Yeah, Alter, ich bin gerade echt stolz auf mich. Also ich arbeite in einem sozialen Beruf, aufgrund dessen, da ich technisch total unbegabt bin. So, jetzt ist es raus. Nein, das hast du schon verkackt. Beruflich wirst du niemals mit dieser Aussage mehr in einem technischen Beruf arbeiten können. Ja, wenn uns mal 1 Million Leute zugucken, dann nicht mehr. Okay, sollen wir da jetzt gerade das Mikrofon ranmachen, oder? So, und jetzt können wir eigentlich das, natürlich mit dem Mikrofon richtig rum, so draufschrauben. Jetzt habe ich ein richtiges Problem, und zwar folgendes. Hier ist ja mein Shield und mein Mikrofon. Dahinter ist mein Mischpult. Wo soll ich das jetzt hin tun? Um gleichzeitig hier einmal diesen Lautstärkeregler hier hinten bedienen zu können und gleichzeitig hier reinzusprechen. Es ist ja auch blöd, wenn ich das hier einmal so unten durchfädel. Das ist ja auch blöd. Nur auch? Da bin ich jetzt irgendwie völlig... Ja, es ist... Mir fehlt einfach der Platz dazu und ich muss mir irgendwas einfallen lassen, um das Mischpult, das hier... auf einen Fleck zu kriegen und ich muss da auch unbedingt mal eine Wandhalterung anschaffen für meinen Bildschirm. Aber ich traue mich das nicht, weil das Ding anzubauen und anzubringen, das ist sowas von wieder kompliziert und umständlich und alles wegrücken und das war's von diesem Video. Möchtest du noch irgendwas sagen? Nein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und abonniert uns. Genau, abonnieren, liken, teilen, macht einfach, was ihr wollt. Also, ihr dürft das Video nicht weiterverwenden, aber ihr dürft damit, also liken, alles drum und dran und alles Schnuppe. Also natürlich positiv alles, das ist natürlich wichtig. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann seid einfach ruhig. Und das war's für dieses Video. Und guckt auf jeden Fall noch andere Videos von uns an. Ihr habt noch über 2300 Videos vor euch. Dass du eigentlich auf 2500 aufstocken kannst, weil wir noch 200 haben, wo noch hoch müssen. Richtig. Auf jeden Fall,
ihr dürft dieses Video schon weiterverwenden. Die Lizenzrechte sind ganz billig. 1000 Euro für dieses Video. Genau, ja. Sonderschnäppchen. Genau. Fragt mal Gronkh. Da könnt ihr 3 Nullen hinten dran hängen. Vielleicht. Bis dahin. Tschaußen mit Klausen.